Seid gegrüßt und somit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Ich habe gestern Abend ganz zufällig eine Entdeckung gemacht, die ich gerne mit euch, den Zuschauern, teilen möchte. An dieser Stelle ganz wichtig zu wissen, das hier ist kein bezahltes Video, keine Partnerschaft. Das, was ich euch gleich zeigen möchte, soll euch Zuschauern wirklich einen Mehrwert bringen. Denn ich wurde in den letzten Wochen, Monaten, Jahren sehr oft hier auf dem Kanal gefragt, welche Software kann man denn als Anfänger, der sich eine Drohne, Actionkamera neu gekauft hat, nutzen, um Videos zu schneiden? Und es fiel mir immer schwer, eine Antwort zu geben, denn ich hatte persönlich keine ideale Lösung, die ich euch empfehlen konnte. Ganz klar an dieser Stelle, mittlerweile gibt es auch Programme wie DaVinci Resolve, da gibt es auch kostenlose Möglichkeiten zu schneiden, aber ich bin der Meinung, ein Anfänger wird von diesem Programm überfordert sein. Um was geht es jetzt letzten Endes? Ich persönlich habe mit meinem Smartphone in der letzten Zeit oft CapCut verwendet, um Videos im Format 9:16 für Social Media zu schneiden. Instagram Stories, TikTok Videos. Und gestern Abend auch war ich ganz gechillt am Handy, habe ein Video zurechtgeschnitten und dort poppte dann eine Benachrichtigung auf. CapCut ist jetzt als kostenlose Desktop-Version verfügbar. Hab sofort meinen Mac Mini angeschmissen, runtergeladen. Ganz wichtig, ich schneide meine YouTube-Videos mit Final Cut Pro. Diese Software kostet um die 350 €. Und nach dem ersten Rumprobieren mit CapCut und der Desktop-Version war ich positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass eine kostenlose Software zum einen diese Stabilität mit sich bringt, die Möglichkeit, das Ganze entweder auf Windows oder auch einem Mac-Rechner zu installieren. Und dann gibt es da Übergänge und Möglichkeiten, die man sich bei anderen Programmen mühsam selbst durch Drittanbieter zusammensuchen muss. Aber ihr werdet es gleich sehen. Nach dem Intro möchte ich euch das Programm und ein paar Möglichkeiten mal kurz zeigen. Und um CapCut mal so richtig zu fordern und euch zu zeigen, ja, das Programm kommt auch mit solchem Footage klar, werde ich versuchen, GoPro Hero 11 Black Aufnahmen, die ich in 5K mit 60 Bildern die Sekunde aufgenommen habe, bei aktivierten 10-Bit-Aufnahmen zu schneiden. Mit dem Programm habe ich mich noch nicht viel beschäftigt und Aufnahmen in dieser Auflösung mit diesen Bildern die Sekunde habe ich noch nicht probiert zu schneiden. Aber eins ist klar, wenn CapCut das hinbekommt, dann sind natürlich Aufnahmen einer DJI Osmo Action 3 in 4K 60, einer DJI Mini 3 Pro 4K 60, einer Mavic 3 in 5K gar kein Problem. Naja, schauen wir mal, was uns gleich erwartet. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin jetzt am Windows-Rechner, denn normalerweise schneide ich all meine Videos an einem Mac-Rechner. Nun ist es so, dass ich hier an meinem Gaming-Rechner dieses Setup eingerichtet habe, um Aufnahmen vom Rechner zu machen. Gestern die ersten Versuche mit CapCut habe ich am Mac gemacht und alles funktionierte. Wie es jetzt am Windows sein wird, möchte ich mit euch persönlich herausfinden. Natürlich einen Link zu dem Programm habe ich unten in die Videobeschreibung für euch gepackt, damit ihr euch das Ganze runterladen könnt. Nachdem ich jetzt das CapCut-Icon hier angeklickt habe, startet die erste Vorschau des Programms und hier werden alle Projekte angezeigt. Wenn man mehrere Projekte angelegt hat, werden diese dann nach und nach hier aufploppen. Wir erstellen aber zunächst mal ein erstes neues Projekt und so sieht dann die Nutzeroberfläche aus. Der erste Eindruck sehr aufgeräumt und durchstrukturiert, was gerade auch für Anfänger nicht ganz unwichtig ist. Das allererste, was ich jetzt machen werde, ist, das Programm auf Deutsch einzustellen. Ja, Deutsch ist verfügbar, speichern, Programm wird neu gestartet. Und jetzt seht ihr schon, ein neues Projekt steht dort und nicht New Project. Und das erste Projekt, welches wir eben angelegt haben, ist jetzt hier zu sehen. Kann man natürlich umbenennen, duplizieren oder auch löschen. Ich lasse das Ganze einfach mal so, wie es ist. Wir gehen auf Importieren. Wie ich eben sagte, möchte ich versuchen, mit euch hier GoPro Hero 11 Black Aufnahmen in 5K mit 60 FPS und 10-Bit aktiviert zu bearbeiten. Hierzu nehme ich einfach mal die Aufnahmen vom Spanien-Vlog, als die GoPro damals vorgestellt worden ist. Da habe ich wirklich über 110 GB an Aufnahmen gemacht. Alle hier in diesem Ordner. Mal schauen, wie lange es jetzt dauert, diese zu importieren. Einmal auf Öffnen. Boom. Funktioniert schnell. Das hier ist kein aktueller Windows-Rechner, mittlerweile einige Jahre alt. Da ist mein Mac Mini M1 deutlich performanter, aber nichtsdestotrotz, ihr seht das auch, wenn die Vorschau nach und nach aufploppt. Das Programm hat erstmal gar kein Problem damit, 5K, 60 FPS, 10-Bit-Aufnahmen überhaupt zu importieren. Das ist auch noch der 265er Codec. Auch nicht ganz unwichtig zu wissen. Viele, ich sag nicht mal kostenlose, eher
Günstige Schnittprogramme unterstützen den 265er Codec nicht mal. Hier erstmal kein Problem. Aber eins nach dem anderen, wir haben ja noch nicht mal etwas geschnitten. Ich werde jetzt nicht versuchen, ein Filmchen hier für euch zu zaubern. Und das ist auch kein tiefgründiges Tutorial-Video. Wie gesagt, ich habe das Programm gestern erst entdeckt. Unten ganz klassisch wie bei einem Schnittprogramm, da wo die Maus ist, die Zeitleiste, in der wir unsere Aufnahmen schneiden. Und ich würde mal sagen, ich schnapp mir jetzt mal eine Aufnahme. Oben rechts in der Ecke steht dann auch jeweils die Länge. Kann man hier draufklicken? Ja, eine Vorschau direkt, um natürlich besser Material auswählen zu können. Ah, welchen Clip schnappe ich mir denn am besten dafür? Einer, der natürlich richtig cool aussieht. Das kommt doch ganz nice. Reingezogen, ihr seht das, die Vorschau ist weiterhin da. Wir können hier auch schon den Clip trimmen, wenn wir möchten. Wie bei anderen Schnittprogrammen, hier unten in der Leiste können wir den Audiopegel einstellen, wenn Ton ein bisschen zu leise oder zu laut geworden ist. Ich blende den Ton jetzt erstmal komplett aus, damit das hier nicht stört. Dann die nächste Aufnahme hier rein, die nächste hier rein. Man hat hier natürlich auch mehrere Ebenen, mit denen man arbeiten kann, aber eins nach dem anderen. Hier gibt es so viel zu entdecken. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ich nochmal ein weiteres Video machen soll, in dem ich ein bisschen tiefgründiger noch hier in die Software reingehe. Ich kann jetzt hier mit STRG-B ganz einfach schon mal einen Schnitt machen im Clip, also teilen so gesehen. Kann einen Teil hochziehen, wenn ich möchte, wieder runterziehen. Und wenn ich jetzt einen Clip anklicke, werden hier rechts Möglichkeiten eingeblendet. Man kann hier die Größe des Clips verändern. Ich lasse das Ganze aber auf die 100%. Man kann hier die Position bestimmen. Man hat auch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel zwei Ebenen hat und einen Clip über den anderen gezogen hat, hier die Deckkraft zu verändern, um so einen Mix zu erstellen. Freunde, man kann hier doch schon kreativ arbeiten, aber ich lasse erstmal alles auf Standard. Selbst Chroma Key Funktionen gibt es, wenn man mit einem Greenscreen zum Beispiel arbeitet. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier vor einem Greenscreen sitzen würde, könnte ich dann alles Grüne verschwinden lassen, damit man mich ausgeschnitten im Vordergrund sieht zum Beispiel. Man kann hier mit Masken arbeiten, Aufnahmen verbessern, wenn ein Gesicht zu sehen ist, aufhellen, glätten und so weiter. Aber das sind dann schon diese tiefgründigen Funktionen. Wenn man auf den Punkt einfach geht, gibt es auch hier die Stabilisieren-Möglichkeit für die ein oder andere verwackelte Aufnahme. Können wir auch gerne in einem etwas tiefgründigeren Video behandeln. Das waren erstmal nur die Videomöglichkeiten. Auf Audio kann man hier ebenfalls noch weitere Einstellungen machen, die Geschwindigkeit des Videos, Animationen einblenden, Objekte verfolgen. Eine Person markieren zum Beispiel, zack, und dann wird diese getrackt. Unter Anpassungen hat man die Möglichkeit, einen eigenen Loot hier zu importieren, um Color Grading zu betreiben. Aber für Anfänger gibt es hier schon vorgefertigte Loots, sage ich jetzt mal. Das zeige ich euch gleich. Dann kann man hier die Farbtemperatur bestimmen. Schaut mal, jetzt sieht das Bild deutlich kühler aus. Oder man will noch mehr Sommerfeeling, bisschen mehr ins Warme reingezogen. Kontrast, Helligkeit, Schärfen, man kann eine Vignette hinzufügen. Man kann eine weiße Vignette hinzufügen. Und ihr seht, das Programm reagiert sofort, obwohl es kein ultraperformanter Rechner ist, mittlerweile ein paar Jahre alt. Dafür aber die Aufnahmen, das Maximale, was in der Actionkamera-Welt gerade möglich ist. Das deutlich Interessantere findet man aber hier oben links wieder. Und zwar hat man hier die Möglichkeit, Effekte zu erstellen, Übergänge zu erstellen. Man kann hier einzelne Sachen runterladen direkt. Und hier sind Sachen dabei, da musste ich bei Final Cut Pro wirklich lange suchen, um was qualitativ Wertiges zu finden. Dann muss man das importieren in das Programm. Hier wird es ganz simpel runtergeladen. Es werden sogar schon angesagte Übergänge angezeigt. Hier ins Schwarz übergehen, reinziehen. Hier kann man dann auf das Plus gehen, das Ganze runterladen. Ein Mix aus Aufnahmen. Eine Drehung. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Wir haben ja eben hier unten diese Cuts gemacht. Ich entferne mal die ähnlichen Aufnahmen, um einen größeren Footage-Unterschied einfach zu haben. So, die Lautstärke raus und ziehen jetzt einfach den Übergang zwischen beide Clips. Können dann hier natürlich auch mit dem Schieberegler bestimmen, ob der Übergang länger dauern soll oder ein kurzer Übergang. Ja, dann dreht sich das Ganze einfach schneller. Schaut mal. Ja, Clip 1, Vorschau ruckelt nicht, finde ich geil. Wupp, zum anderen Clip gedreht. Das dauert aber für meinen Geschmack zu lange. Deswegen den Übergang selbst angeklickt, dann rechts alle Informationen dazu auf 0,5 Sekunden mal gestellt und ich denke, in schneller sieht das cooler aus. Wupp, habt ihr das gesehen? Geil, super simpel. Was ist, wenn ich jetzt mal etwas anderes machen möchte? Ich klicke jetzt diesen Übergang an, entfernen, weg ist er, lade mal diesen hier runter. Reingezogen, zack,
Boom, gar kein Problem, sehr schön. Jetzt will ich noch mal ganz kurz schauen, ob ich hier eine Aufnahme von der DJI Avata mit dazu ziehen kann. Auch kein Problem, funktionierte sofort. Ihr seht das auch hier, kein Problem in der Vorschau. Das ist eine 4K 60 FPS Aufnahme, lasse ich mal so drin. Übergänge das eine und schaut mal, hier gibt es einiges an Übergängen. Was ist das denn? Farbstörung. Sieht auch cool aus. Lade ich mal runter. Wir machen mal so einen Farbstörungsübergang hier. Wupp. Das sieht cool aus. Freunde, wenn ich sowas damals als Jugendlicher gehabt hätte in meiner Skaterzeit zum Videoschneiden. Oh mein Gott, wie cool wäre das denn? Okay, noch eine weitere Sache und zwar sind das die Filter. Ich sagte ja eben, man hat die Möglichkeit eigene Loots hier hochzuladen, aber es gibt auch schon Filter, die man hier direkt auf die Aufnahmen ziehen kann. Ich lade mal einen runter. Direkt die Vorschau. Schaut euch das mal an. Das sieht gut aus. Auf den Clip gezogen, zack. Wenn ihr jetzt vielleicht sagt, für meinen Geschmack ist das zu viel, man klickt das Video an. Jetzt ist dieser Filter rechts, wo alle Einstellmöglichkeiten am Clip selbst möglich sind, dazugekommen. Und hier kann ich jetzt ganz einfach die Stärke verändern. So ein kleiner Tipp von mir an dieser Stelle, nutzt nie die 100%, das ist dann doch zu extrem. Wobei es hier schon wieder gut aussieht, wenn man so ein bisschen mixt der Look des originalen Clips plus diesen Filtereffekt zum Beispiel auf 60% und schon hat man hier in wenigen Sekunden Color Grading betrieben und hat ein geiles Ergebnis. Ich ziehe mal dieses Fenster ein bisschen größer, oder? So. Sorry, dass ich das nicht direkt gemacht habe, aber ich bin hier so ein bisschen gerade am Schwärmen. Okay, was ist denn der Gartenfilter? Dieser Farblook erinnert mich direkt an diese wunderschönen Actionkamera-Produktvideo-Shots, wo irgendwelche Eltern mit ihren Kids im Garten Actionaufnahmen der GoPro machen. Der Hund rennt da noch entlang. Alles schön knallig und so richtig fröhlich. Mit STGZ wie bei allen anderen Programmen, zack, einfach zurückgesprungen der Einstellung. Wie würde das hier bei der Aufnahme aussehen? Auch eine sehr dramatische Aufnahme. Wir hatten einfach so einen coolen Himmel damals gehabt in Spanien. Ja, so ein Mix kommt schon geil. Bei Videos bin ich jetzt nicht so der Fan von zu krassen Effekten. Schönes Color Grading, eine gute Video- und Tonqualität, ein paar interessante Übergänge, aber nicht zu übertreiben und schon passt das Ganze wieder. Aber ich wollte nur zeigen, dass das hier möglich ist. Sticker kann man hinzufügen. Und schaut mal hier, wie viele das sind. Das sind Hunderte. Hier ein Sticker hinzugefügt. Man kann sogar Schlüsselbilder hinzufügen. Das heißt, wenn hier ein Gesicht wäre, könnte ich dann das Ganze hier verschieben, damit der Schnäuzer mit roter Nase auf dem Gesicht mitbleibt. Man geht dann ein Frame weiter im Schnittprogramm, verschiebt dann das Ganze, damit es da bleibt, wo es bleiben soll. Also auch das ist möglich. Weggemacht, fertig. Texte können hinzugefügt werden. Standardtext, man tippt was Eigenes ein, macht dann hier die Texteinstellung. Direkt mit Effekten und so weiter, Größe, Farbe, Dicke des Rahmens, die Deckkraft. Es müssten aber auch vorgefertigte Effekttexte schon da sein und die sind genau hier. Reingezogen, zack, schon voreingestellt. Audio lässt sich einfügen, aber an dieser Stelle kann ich leider nicht sagen, wie es mit Lizenzrechten auf YouTube und Monetarisierung aussieht. Also vor sowas lasse ich die Finger, habe den Fehler gemacht, dass ich früher vor Jahren Musik in Videos benutzt habe, die laut YouTube und der YouTube-Suche lizenzfrei verwendet in deinen YouTube-Videos waren, aber jetzt nach und nach kriege ich E-Mails, ach, da wurde ein Copyright-Claim auf ein Musikstück erstellt, ist zwar nicht schlimm, aber du kannst keine Monetarisierung mehr auf dem Video haben und so weiter. Also hier gibt es eine riesengroße Audiobibliothek und ich sehe hier ganz viele TikTok-Icons, also Musik, die man auch auf TikTok wiederfindet, wieder hunderte von Tracks, aber bei sowas sitze ich, wie ihr es vielleicht im letzten Video gesehen habt, eher auf Epidemic Sound, habe da alle Rechte an der Musik und weiß, dass es da keine Probleme gibt. Wie problemlos hier die Vorschau mit den Übergängen funktioniert, das erstaunt mich gerade wirklich, ohne übertreiben zu wollen. Wer sich auch mal mit den Kurzbefehlen befassen möchte, hier oben rechts gibt es die Möglichkeit, alle Kurzbefehle anzeigen zu lassen. Man kann sich die Kurzbefehle sogar auch noch zurechtlegen. Der Clip ist jetzt 2 Minuten 29 lang. Ich habe mir jetzt wirklich keine Mühe gegeben, was Schönes zu schneiden. Wollte ja nur mal schnell zeigen, wie das funktioniert. Jetzt gehen wir hier oben rechts auf Exportieren, wählen zum einen natürlich den Titel des Videos aus,
dann den Ordner, in den exportiert werden soll und dann auch die Videoauflösung. Und hier gibt es diesen kleinen Flaschenhals. Zum Zeitpunkt jetzt sind maximale Videoaufnahmen in 4K möglich. Dafür aber mit bis zu 60 FPS. Also für YouTube, Social Media mehr als ausreichend. Ich kann hier auch noch den 265er Codec aktivieren, wenn die Datei nicht allzu groß werden sollen. Ich springe nochmal auf den 264er zurück. Boom, die Größe des Videos beträgt geschätzt bei einer Länge von 2 Minuten 30 Sekunden in 4K 60 in einer empfohlenen Bitrate. Wir können hier natürlich noch höher gehen, wenn wir wollen. Ja, gehen wir auf höher. Wir sind doch hier die High Quality Guys, oder? Sagen wir mal in einer hohen Bitrate. Es wäre cool zu wissen, welche Bitrate. Oh, lässt sich auch einstellen. Okay, kann man eine eigene machen. Wir bleiben mal in der hohen. 790 MB groß geschätzt. Und würden wir jetzt auf den 265er gehen, sind das 680 MB geschätzt. Jetzt nur noch auf Exportieren. Hier wird einem nochmal angezeigt, in welche Auflösung und so weiter. Und ganz unten links hier dann die Prozentzahl. Und das funktioniert auch gerade sehr flott. Wir haben jetzt schon 10% von diesem 4K 60 FPS Video gerendert. Video exportiert, und zwar in den Ordner, den wir vorher am Rechner ausgesucht haben. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, direkt über YouTube und TikTok das Video zu teilen. Man muss sich dann natürlich über CapCut in seinen YouTube-Account einloggen. Freunde, ist doch schön, wenn es im Leben auch mal was gratis gibt, was tatsächlich funktioniert. So viel zur Desktop-Version von CapCut. Schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare. Gerne auch mal das Programm runterladen, ausprobieren und danach nochmal eure Meinung in die Kommentare schreiben. So, Mikro noch ein bisschen höher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne ein kostenloses Abo dalassen, wenn ihr es bisher noch nicht getan habt. Würde mich unterstützen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.